Hallo, ich bin der Wolf Hiltl, Inhaber vom Haus Hiltl. Hallo, ich bin der Pascal Haag, Koch vom Hiltl Kochatelier. Wir gehen heute zusammen auf den Markt, schauen, was es saisonales, regionales gibt, um zusammen zu kochen. Ich würde sagen, gehen wir doch gerade mal schauen, was es Frisches hat. Wir suchen ein paar geschmackvolle Tomaten, die wirklich sehr intensiv sind für eine gute Soße. Sie dürfen auch gerne mal in so einen reinbeissen. Man sieht zwar deren das nicht an, aber sie sind wirklich zuckersüß. Green Grapes. Mhm. Und die sind eben von der Farbe her so ein bisschen, als wären sie reif. Ja. Hast du die gekannt? Ja, also die ist anscheinend ziemlich selten dunkel, zumindest ich sehe von denen nur ganz wenig. Ist das so? Das ist so. Und zwar ist es eben ein Burpur-Kalebasse. Er hat einen richtig feinen Honiggeschmack. Mit denen können wir etwas anfangen, oder? Das ist sehr saisonal, was wir hier machen. Gell? Die Tomaten die sind jetzt wirklich mitten in der Saison, oder? Ja, sehr schön. Genau. Gut, also, dann zahle ich das jetzt mit gutem Gewissen. Ja. Es ist lässig, mit diesen Leuten zu reden und die Produkte wirklich zu spüren. Ich finde es sehr sympathisch, dass man die Produkte anlangen darf, dass man daran schmecken darf und dass die Leute von diesen Märzständen das auch akzeptieren, dass man halt mal etwas in die Hand nimmt. Ich meine, die Haptik ist ganz, ganz wichtig. Die Marktverkäufer die haben so viele Sachen, die einem Tipps geben können. Und da kannst du als Koch immer wieder etwas dazulernen. Ja, ja, wir schauen natürlich schon sehr darauf, dass wir auf die Saison gehen können. Was bei uns sehr wichtig ist, wenn wir es nicht in der Schweiz überkommen, schauen wir das aus der nächsten Region, sprich Italien, Frankreich. Das sind so die Regionen, wo wir als nächstes gehen. Aber wir schauen wirklich, dass wir alles auf die Saison machen können. Die Produkte, wenn sie aus der Saison kommen, wie wir jetzt die Tomaten, die wir vorher gekauft haben, die haben dann einfach mehr Geschmack, sie sind besser. Und es lohnt sich, saisonal einzukaufen. Und dazu kommt natürlich noch der wirtschaftliche Aspekt jetzt für uns als Restaurant. Es ist gescheit und clever, wenn man saisonal einkauft, weil dann sind Produkte auch günstiger. Das ist also zum glücklich können sie, ist gutes Essen sehr, sehr wichtig. Ich finde, Tafelkultur ist sehr wichtig, dass man auch als Gemeinschaft an einem Tisch sitzen kann, zusammen reden, zusammen geniessen kann. Natürlich isst sich jemand auch nur ein Sandwich schnell, aber zum Beispiel auch als Familie zelebrieren wir das Essen schon. Zelebrieren, dass wir wirklich uns Zeit nehmen, bewusst essen und auch dankbar sind für die schönen Produkte, die wir auch bekommen. Also, wir haben alles, was wir brauchen. Tomaten, die verschiedenen Kräuter, Zwiebeln und den Butternusskürbis. Genau, und natürlich, vor allem, was ich ganz grosse Freude habe, ist die Zucchetti-Blüte mit der ganz kleinen Zucchetti. Und da sind wir jetzt gespannt, was wir da zusammen kochen können. Und wir hoffen natürlich, dass auch ihr Freude habt an saisonalen, lokalen Produkten.